Bastelzeit und ja, heute gucken wir mal wieder auf ein fertiges Produkt drauf und vor allen Dingen, wie der Hersteller es gemacht hat. Das interessiert mich nämlich. Ist das hier, ein bisschen groß, ist eine Deckenlampe, wie wir sehen können. Ja, das Marketing-Department dieser Firma hat offensichtlich Urlaub gehabt. Irgendjemand ist anscheinend in Word hingegangen und alle Schriftarten mal ausprobiert. Naja gut, soll mir relativ wurscht sein, solange es am Ende funktioniert. Ist eine LED-Lampe, 24 Watt, knapp 1500 Lumen, 120 Grad, 20.000 Stunden und 3-in-1 Color Select. Das ist das, was mich interessiert hat hier. Also gut, was mich interessiert, wie es funktioniert. Mich interessiert es nicht, ob es das hat oder nicht. Solange es den Licht macht, bin ich zufrieden. Hier sehen wir es auch nochmal, es gibt einen Schalter zwischen 3000K, 4000K oder 6400K. Wem das nichts sagt, bei dem K geht es um Kelvin, das ist die Farbtemperatur, sozusagen die Farbe der Lampe. Kennt ihr vielleicht, wenn man draußen guckt, das Sonnenlicht ist eher bläulich, sage ich mal, es ist eine höhere Temperatur. Wenn man drinnen ist, die klassischen Glühbirnen sind eher orange, das ist dann eine niedrige Farbtemperatur. Und ja, bei Lampen gab es immer das Problem, oder gibt es immer noch das Problem, dass einige Leute halt sich so an die 3000K, also das orange Licht, gewöhnt haben, dass sie denken, hier das blaue Licht, das ist ja böse und pfui. Und deswegen ja, gibt es dann LEDs meistens in beiden Varianten, warmweiß mit mehr Orange und kaltweiß mit mehr Blau zu kaufen, eventuell auch mal neutralweiß, was dann irgendwo in der Mitte ist. Ja, die hier, die deckt angeblich alles ab. Gucken wir mal. Zum einen, wie haben sie das geschafft, dass das die LEDs mit 230 Volt laufen? Ist es nur ein Kondensatornetzteil oder ist noch irgendwas anderes an Magie dahinter? Hier diese neuartigen Schandregler oder sowas könnte das sein. Und wie haben sie das gemacht mit der wunderschönen Aktion? Ach du Gott. Mit der Farbtemperatur. So, haben wir eigentlich auf der Rückseite noch was? Komm, lästern wir noch ein bisschen weiter. Energieeffizienzklasse irgendwo zwischen A++ und A. Es ist nicht angegeben, was. Auch hier wieder diese Info mit den Farbtemperaturen. Die hier deckt angeblich alles ab. Ab 175 Volt, das ist interessant. Normalerweise erwartet man von Herstellern eher, dass sie versuchen, das möglichst gleich zu machen, dass das auch mit 90 Volt oder so läuft, sodass es sowohl in Firmen, in Ländern verkaufen können, wo 110 Volt gearbeitet wird, als auch hier bei uns, wo 230, 240 normal sind. Eventuell auch noch China hat, glaube ich, 220, wenn ich richtig im Kopf habe, sodass quasi alles abgedeckt wird. Ja, ansonsten nicht viel zu sehen. Mal hier noch irgendwas. Die gibt es mit 12 Watt, 18, 24 und 36 Watt. Ich glaube, man sagt so ungefähr mal 8 bis mal 10, um auf die vorherige Leistung zu kommen. Also mit der 24 Watt, die ich hier habe, ist locker eine 100 Watt Lampe. Erledigt. Okay, es ist eine Installationsanleitung dabei. Das ist interessant, denn eine Deckenlampe hat keinen Stecker. Entsprechend darf eine Deckenlampe nur von einem Elektriker normalerweise eingebaut werden. Ich mache es hier natürlich auf meiner Werkbank. Das heißt, zum Testen anklemmen geht klar. Und ich glaube, jeder Elektriker wird erstmal hier bei dem Ding sehr viel Spaß haben. Ich glaube, man sieht es auf der Kamera gar nicht, aber das ist dünnstes Plastik, was hier drüber ist. Genauso dünnstes Blech von hinten, die gucken überall Schrauben raus. Ich hoffe, es ist geerdet. Hier ist zumindest mal ein Erdungssymbol eingeprägt. Das ist schon ganz gut. Gucken wir mal, wie kriegt man das denn auf? Ich habe die dumpfe Befürchtung, einfach so lange ziehen, bis das es aufgeht, oder? Nein, rotieren. Okay, es ist ein Gewinde dran. Na, dann probieren wir mal zu rotieren. Jupp, tada. Achso, es ist hier so eine Aktion. Es geht hier rein und dann rüber. Hier haben wir das Innenleben. 4 von diesen Paneln, die hier außenrum verteilt sind. LED Power Supply in der Mitte. How? What? Hier müsste irgendwo aber auch noch das Kabel reingehen können. Das ist hier drunter. Achso, das ist festgeschraubt. Wir haben tatsächlich eine Erdklemme. Auch wenn ich mal so ein bisschen in Frage stelle, wie gut die funktioniert auf hier dem Plastik, weil es lackiert ist. Allerdings haben sie wenigstens eine Zackenscheibe drauf. Also passt schon. Hier haben wir den Schalter für die einzelnen Lichtfarben und wir haben tatsächlich, wie es aussieht, 3 Kabel, die hier rausgehen. Also
Okay, wie haben sie das gemacht? Ich gehe fast davon aus, dass das dann unterschiedliche LEDs hier sind, abwechselnd vielleicht oder sowas. Und man dann einmal bei 3000K die warmweiß einschaltet, bei 6400 die kaltweiß und in der Mitte beide. Das heißt also, die 24 Watt würde ich vermuten, gibt es nur, wenn man wirklich auf die Mittelstellung geht, nicht wenn man da beliebig wählt. So, ich will wissen, wie funktioniert das, wie klappt das Ganze und vor allen Dingen hier mal aufmachen und mal testweise gerade ein Kabel anklemmen, sodass wir gucken können, ob die Lampe überhaupt funktioniert. Ich gehe zwar davon aus, aber nee, sicher ist sicher. Einführung hier im Übrigen durch so einen Würgenippel. Ja, der ist komplett zu. Na, komm da raus. Ja, da haben wir es. Really? Ach so, okay. Es sah so aus, als ob das Plastik abgebrochen wäre, aber es ist tatsächlich ein Scharnier, was hier hoch und runter geht. Und darunter sind Schraubklemmen, also nichts Gestecktes. Zum Schrauben alles. Heißt natürlich dann, wenn man eine Litze oder so hat, auch muss man da rumprobieren mit RAN-Hülsen und so. Aber gut, in Deutschland ist eigentlich fast überall bei Lampen starre Verlegung mit entsprechendem Nümme oder sowas. Das sollte passen. Gut, wo ist meine Teststromversorgung? Gehen wir mal suchen. Also, nehmen uns mal hier unser Kabel, unseren zweifingerigen Spannungsprüfer. Ja, ist nichts drauf. Spaß beiseite, bitte nicht nachmachen. Ich habe die andere Seite des Steckers in der Hand, deswegen weiß ich, dass da nichts drauf ist. Und wie ist das hier? L, Erde, N. Also, machen wir das so rum. Ader-Endhülsen sind hier noch drauf. Man sollte sie zwar normalerweise nicht wiederverwerten, aber ja, um hier eine Lampe zu testen. Ist das, denke ich, erträglich? Können wir eigentlich, oh ja, können wir direkt mal gleich machen. Ich habe hier noch irgendwo meinen Gerätetester rumstehen. Da können wir wirklich mal gucken, wie gut hier die Erdung ist. Das hier ist ja jetzt wirklich nur zum Testen. Mir geht es eher darum, wie sie das gemacht haben. Wieso geht das nicht weiter rein? Ah, okay. Von hinten haben sie ein bisschen weit die Drähte reingeschoben. Deswegen kriegt man die hier nicht ganz so weit rein, wie ich das gerne hätte. Erde geht, die anderen beiden stehen ein bisschen raus. Das ist normalerweise würde ich sagen nein, weil Berührschutz nicht gegeben. Gerade zum Testen ist es akzeptabel. Und wie gesagt, wenn man eine starre Leitung hat, dann isoliert man halt weniger ab. Aber ja, die Leute, die es dürfen, wissen das ja. So, gut. Den Deckel lassen wir mal offen. Wie gesagt, Testinstallation. Und dann gehen wir mal suchen, ob wir irgendwo Saft haben. Yep. Nehmen wir das hier, das ist Teststromkreis 2. Wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Machen wir mal hier die Spannung ein bisschen hoch. Wow, das ist interessant. Das hier sind nämlich jetzt 75 Volt nur und es leuchtet trotzdem schon. Was wir aber auch schon sehen können. Wow, es wird heller, okay. Was ich gerade eher... Achso, ja, okay, never mind. Gehen wir auf 230 Volt hoch. Zack, da sind wir. Also ist auf jeden Fall gut hell. Wir sehen aber auch schon, es sind immer nur vereinzelte LEDs an. Es sind nicht alle an. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt umstellen, das sollte man vielleicht nicht unter Spannung machen. Upp. Dann, wenn wir jetzt mal auf die komplett weiße gehen, Schalter ist ja aus Plastik, das passt schon. Dann, genau, gehen die anderen an. Das ist dieses kaltweiße dann. Ich denke, ihr seht den Unterschied in der Farbe selbst auf der Kamera. Und last but not least haben wir die Mittelstellung. Die wir dann alle anmachen. Yep. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, ich muss mal gerade suchen, wo mein Messgerät ist für Leistung. Dann messen wir die mal auf 230 Volt durch, aber ich habe die dumpfe Befürchtung, dass wir nur 24 Volt kriegen, wenn wir alle anhaben. Na gut, gehen wir mal suchen. Okay, so, jetzt aber. Dann schalten wir mal in die Mittelstellung. Machen an und gucken, was passiert. Das sind ja, 23,3 Watt. 23,2. Also ungefähr in der Hausnummer, die wir auch erwarten. Und was, wenn wir nur warm-weiß holen? Ah, doch. Auch 24 Watt. Okay, dann werden offensichtlich die LEDs dann tatsächlich heller geschaltet. Das ist natürlich eher positiv. Ja, auch 24,2. Okay, gut, wunderschön.
Was sollte ich davon halten? Das heißt natürlich trotzdem, dass die Mittelstellung eigentlich die beste ist, denn dann werden die LEDs weniger hart betrieben, sage ich mal, weniger Strom wahrscheinlich durch die LEDs. Der Strom teilt sich auf mehr Fläche auf, die Dinger bleiben kälter und entsprechend wird wahrscheinlich die Lebensdauer hochgehen. Na gut, wie auch immer, gucken wir mal rein, wie das Ganze hinter den Kulissen funktioniert. Erstmal hier das Kabel ab, dass das dann uns hier nicht in den Füßen hängt. Ansonsten, wir sehen hier oben drauf ja schon LED Power Supply und wir sehen auch schon die Angabe Output 108 Volt DC bei 205 mA. Das ist natürlich schon eine eher höhere Spannung. Wir können also davon ausgehen, dass mindestens Teile hier von diesen Strings in Serie hängen. Ich gehe sogar fast davon aus, dass dann alle von einer Farbe in Serie hängen und dann einfach hier parallel geschaltet wird. Aber nehmen wir erstmal hier so einen LED-Streifen auseinander und gucken, was da drin ist. Wichtig jetzt natürlich, das Ding war gerade an, das heißt, hier könnte noch Saft drauf sein. Okay, unter den Ecken sind einfach Kabel drunter, die hier das Ganze zusammenhalten. Wir haben ein Y-Plus und M-Plus. What? Wait. Hä? Halt, stopp. Irgendwo muss dann aber auch der Minus sein. Aber das erklärt dann auf jeden Fall, sie sind dann auf jeden Fall alle hintereinander. Und ja, okay. Hier ist dann unser entsprechendes Minus. Also, so funktioniert das also. Wir haben hier einen Pluspol, der geht hier drauf. Und dann haben wir hier zwei Minuspole, jeweils für die Farben. Das macht die 3 aus. Das heißt aber auch, wenn wir uns das hier nochmal so beide angucken, hier haben wir ja zwei Pole, hier haben wir zwei Pole. Die 3 hier sind identisch, die Panel. Das hier ist ein anderes Board, was hier drunter ist, denn das hat ja hier am Ende nur einen Anschluss. Gut, dann nehmen wir mal von beiden eins raus, gucken mal, ob wir was sehen können. Ich gehe ja nicht davon aus, dass viel zu sehen ist. Es sind halt LEDs. Das ist jetzt keine Raketentechnologie. Die Linsen obendrauf, Plastik, einfach nur in die passende Form gebracht, um das Licht ein bisschen zu verteilen. Wir hatten ja gesehen, ich glaube 120 Grad oder so hieß es ja. Das ist natürlich dann sehr hilfreich, wobei auch das Plastik, was hier oben drüber ist, natürlich hilft, da ein bisschen das Ganze zu verteilen. Und da haben wir das Ganze. Und hier sehen wir es auch richtig schön, die unterschiedlichen Farben von den LEDs. Und wenn man kippt, kann man sogar sehen, wie die aufgebaut sind. Wir haben hier ein Trace. Das ist das Plus-Trace, das läuft hier hin und hier hin. Interessant. Wieso gehst du da drüber? Ja, okay, jetzt kann ich es langsam erkennen, dass hier auf diesem Board hier sind quasi 4 einzelne LED-Streifen drauf. Wir haben einmal diese hier und diese hier. Die beiden hellen sind zusammen. Und dann sind hier die beiden hellen wieder zusammen und hier die beiden hellen. Okay, also wir haben jeweils 2 von einer Farbe parallel. Und dann 1, 2, 3 von den LED-Paaren jeweils hintereinander. Das heißt also, wenn das bei allen so ist, wovon ich eigentlich ausgehe, hieße das 3, 6, 9, 12 LEDs hintereinander und 2 parallel. Dann können wir jetzt auch rechnen, wenn wir mal 12 LEDs hintereinander rechnen, bei 108 Volt, macht dann ungefähr 10 Volt per LED. Auch hier sind jeweils 2 LEDs miteinander verbunden. Und ja, okay, gut. Rückseite wird Alu-PCB sein. Oh, nun. Noch nicht mal. Ich hätte jetzt ein Aluminium-backed PCB erwartet, wo die Rückseite aus Alu ist, um die Hitze auf das Blech hinten rüber zu schieben. Ist es nicht, das hier ist einfach nur Fiberglas. Es ist zwar kein normales Board, das sieht mir noch irgendwie lackiert oder so aus, aber das ist nicht ganz so schön, denn das heißt, dass wir nicht ganz so schön Abwärme wegkriegen. Realistisch gesehen wird es hier nicht ganz so viel ausmachen, weil auch die Rückwand hier, ihr seht es ja, das ist alles dünnes Blech. Das kühlt eh nicht so wirklich. Aber schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir das gehabt hätten mit ein bisschen Alu hinten dran. Eventuell ein bisschen dickeres Blech, eventuell noch ein bisschen Folie dazwischen. Nicht Folie. Wärmeleitpaste natürlich, keine Folie. Ich war gerade am gucken, weil der es sinnvollerweise ausgerichtet sein sollte, sodass das oben drüber ist.
Die Linsen im Übrigen auch interessant, wenn wir mal von oben gucken, sehen wir ja schon. Die haben hier in der Mitte diesen Dotzen drauf. Das heißt also, das Licht, was direkt gerade rauskommt, wird da absichtlich abgeschwächt und zur Seite gefeuert. Einfach um dafür zu sorgen, dass sich das Licht mehr verteilt und nicht, wie es eine LED normalerweise macht, direkt nach unten feuert, sodass es ja quasi da nicht wirklich irgendwie einen Abstrahlwinkel gäbe. Normale LEDs sind ja eher so Bereich Spotlight anzusiedeln. Gut, LEDs haben wir schon mal grob verstanden. Nehmen wir uns den hier gleich mal vor. Und was ich gerade auch noch sehe, Power Factor über 0,5. Das 0,5 ist auf jeden Fall ein bisschen dünn. Den Preis gewinnt man damit sicher nicht. Aber ja, es gibt auch Schlimmeres. Ich gehe davon aus, dass es dann tatsächlich irgendwie vielleicht ein etwas aufgemotzter Treiber, Bright Power vielleicht. Gucken wir mal, was sich hier drunter versteckt. Tada! Oh. Okay. Größer als erwartet. Ich mache mal ein paar Bilder und dann gucken wir uns das mal genauer an. So, wie üblich habe ich hier mir mal ein Foto geholt und entsprechend ja, das Ganze so ausgerichtet, dass wir sehen können, was hier los ist. Das hier ist jetzt die Unterseite. Wir sehen hier schon, hier ist ein Gleichrichter, ein IC, der irgendwas tut und Diode, Kondensator, ein paar Widerstände, das war's. Die Oberseite, die haben wir hier, die ist gespiegelt jetzt. Also nicht wundern, dass die Texte andersrum sind. Einfach so, dass wenn ich hin und her schalte, die Dinge übereinander liegen, wo sie auch sind. Dann bin ich hingegangen, habe die Dinge auch noch so weit beschriftet, was man nicht sehen kann, dass wir das alles direkt haben. Haben wir unten einen Varistor, also einen MOFC wahrscheinlich, 470 Volt, einen Kondensator, 220 Nanofarad, 450 Volt. Das hier, das ist eine Gleichtraktdrossel, sieht man ja auch L1. Großer Kondensator, 400 Volt, 10 Mikrofarad, noch einer, 400 Volt, 2,2, ein Trafo und hier ist unser Schalter. Und auf der Unterseite haben wir entsprechend dann unsere Widerstände hier, hoppala, den wollte ich. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal grob durch, was wo langläuft. Der Neutralleiter ist relativ einfach, der kommt hier unten, geht dann hier entsprechend hoch über den R1, der hier nicht bestückt ist, das heißt, hier ist wirklich nichts dazwischen, genauso beim R2 hier hinten. Geht aber durch die Drossel auf der Oberseite, die haben wir ja auch noch, diese Spule, geht es einfach hier drüber, kommt auf der anderen Seite von der Spule wieder raus und von da aus geht es hier oben auf den Gleichrichter. Auf der anderen Seite kommt hier unsere Phase rein, die geht dann hier auf dieses Ding hier. Das ist markiert als F1, ist im Prinzip ein Widerstand, der so gebaut ist, dass er eher kaputt geht, als in Kurzschluss geht, wenn ein zu hoher Strom drüber fließt. Ich habe ihn jetzt nicht ausgepackt, gemessen hatte ich 5,1 Ohm, das kommt hin, ist ein normaler Wert. Also gehen wir doch mit dem mal weiter. Hoppala, falsche Dings gemalt. Hier wollte ich malen. Von da aus geht es dann auch hier rüber, hier hoch, über das Ding und auch hier auf den Gleichrichter drauf. Zwischen den beiden, da haben wir dann entsprechend den Varistor hier. Und den Kondensator, der Varista sorgt dafür, dass wenn eine Spannung hier reinkommt, die größer als die 470 Volt sind, das entsprechend dann ja, geklemmt wird, heißt das. Das heißt also, der würde dann sozusagen in Kurzschluss gehen und das Ganze ableiten. Das Ganze befindet sich, wie wir hier sehen, hinter der Sicherung. Das heißt also, wenn die Überlastung zu groß ist, geht dann auch die Sicherung kaputt und schützt dann auch den Varistor, dass der nicht in Flammen aufgeht. Darüber haben wir dann den Kondensator hier, 220 Nanofarad, 450 Volt. Der ist einfach nur, um ein bisschen was auszugleichen, um zu filtern. 450 Volt, ja, eigentlich zu knapp, weil wir ja auf 470 hier unten nur beschränken. Aber ja, im normalen Betrieb sollte es kein Problem sein. Wie gesagt, Europa 230 Volt AC und hier sind wir ja noch im AC-Bereich. Ebenso sieht das mit der Spule aus. Ich habe es jetzt nicht durchgemessen. Ist eine Gleichtaktdrossel, im Prinzip zwei Spulen, die aneinander sind. Auch die ist zur Filterung vom Netz, dass keine Störungen vom Netz in die Schaltung kommen, keine Störungen von der Schaltung ins Netz zurückgehen. Die arbeiten dabei auch zusammen. Hier die Spule, die ist ja induktiv, der Kondensator kapazitiv. Induktivität, Kapazität gleicht sich aus. Das heißt also, die beiden werden wahrscheinlich sich da Pi mal Daumen ausgleichen
und einfach nur dafür da sein, dass wir entsprechend die Störungen raushalten. So, der Gleichrichter, der richtet gleich. De. Und ich kann es jetzt nicht gut erkennen, aber ich gehe davon aus, dass hier oben ein Minus ist. Das Trace geht unten rum, unten drunter, dann hier auf diese große Fläche hier, auf die Widerstände und auch entsprechend dann hier drauf und auf den IC. So, der positive, der geht hier oben lang, hier hinten hin, kommt hier vorbei und hier unten dann und auch auf den IC. Was wir jetzt dazwischen haben, das ist einmal hier oben dieser große Kondensator, der liegt direkt darüber, wie wir hier sehen können. Das ist der hier. Und der sorgt dafür, dass das Ganze ausgeglichen wird. Normalerweise, da haben wir ja eine Wechselspannung. Machen wir mal gerade hier, können wir das so halbwegs frei machen. Normalerweise haben wir eine Wechselspannung. Das heißt also einfach so hoch und runter. Um den Nullpunkt herum. Wenn wir das jetzt gleich richten, dann haben wir erstmal nur eine gleichgerichtete Wechselspannung. Das heißt, wir haben den Kuppel hier auch. Der zweite, den wir hier haben, der wird allerdings einfach umgedreht. Das heißt, der geht wieder so bis auf 0 und der dritte war ja wieder positiv auch. Und was jetzt der Kondensator macht, das ist hingehen, sich hier aufladen, wenn er oben ist. So, und jetzt geht es ja wieder runter und der Kondensator gleicht das so ein bisschen aus. Das heißt, es geht jetzt nur noch ein bisschen runter, hier lädt er sich wieder auf, geht wieder ein bisschen runter, hier lädt er sich wieder auf. Wir haben also im Schnitt eine deutlich höhere Spannung, als wir vorher hatten. Und vor allen Dingen, was für uns ein Vorteil ist, wir haben nicht mehr viel Unterschied. Wir hatten hier ja im Prinzip diesen ganzen Bereich ursprünglich ohne Kondensator und mit Kondensator haben wir nur noch diesen Bereich hier, die sogenannte Ripple-Spannung oder Restwelligkeit. Je kleiner die ist, desto besser für uns, weniger Flackern zum Beispiel oder auch weniger Probleme, weil uns plötzlich der Strom abhanden kommt. Nachteil hier von so einer gleichgerichteten und mit Elko geglätteten Spannung ist der Strom. Denn während wir klassischerweise bei normalen Glühbirnen oder so, da ist der Strom in Phase. Das heißt also, wir brauchen hier entsprechend Strom, hier Strom, hier Strom, hier Strom. Und hier unten wäre es dann so, dass hier vorne der Kondensator sich erstmal auflädt. Das heißt, er fängt mit einem sehr hohen Strom an, ist hier oben, wenn er fertig ist, aber quasi wieder auf Null. Dann hier hinten, wenn es runtergeht, haben wir eh nichts mehr. Wenn es hochgeht, haben wir auch noch nichts mehr, weil wir haben noch ein bisschen Spannung hier drin. Und erst wenn die Spannung hier an der Stelle wieder drüber steigt, da fängt er dann erst wieder hoch zu gehen, dafür aber wieder höher. Und wir sehen, das ist dann entsprechend hier so ein Hubbelding. Wir brauchen nicht konstant Strom, sondern immer mal wieder so kleine Hubbel. Das ist nicht so schön fürs Stromnetz. Und was ebenfalls noch der Fall ist, wenn wir gucken, hier der Peak, der ist nicht an derselben Stelle wie der Peak von der Spannung. Das ist dann, nennt sich phasenverschoben. Das sind alles so Sachen, die mit Cosinus Phi und Störsignalen und so weiter zu tun haben. Aber naja, ich glaube, das gucken wir uns besser in einem separaten Video mal an. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber halt eine Sache, die bei Lampen immer wieder ein Thema ist. So, was haben wir denn sonst noch? Nur, was wir noch sehen können, das ist der Trafo hier. Also ich vermute, dass es ein Trafo ist. Er ist, glaube ich, mit T, ja, T1 beschrieben hier unten, wie wir sehen. Dieser Trafo wird hier aber gar nicht als Trafo benutzt, wenn ich richtig sehe, sondern tatsächlich einfach nur als Spule. Okay, gut. Kann man tun, ist seltsam. Hey, wegen mir. Und was hier passieren wird, ist, der Chip hier, der wird schalten. Der wird Dinge umschalten. Und zwar gegen Minus. Denn hier oben, da haben wir ja Plus und das ist zu LED entsprechend rüber. Das heißt, hier geben wir Plus in Richtung LED. Unsere beiden anderen Drähte, das ist, gerade nochmal umdrehen, der ist nicht bestückt. Das heißt, hier und hier, das sind unsere beiden Lichtfarben, die wir haben. Die beiden, die gehen entsprechend über den Schalter, werden da zusammengeführt irgendwie und kommen hier raus. Das heißt, das hier ist die negative Schiene, die wir eigentlich haben wollen. Wenn wir mal gucken, die geht hier oben hin zu diesem 104, zu diesem 100 Kiloohm Widerstand mit dem Kondensator auf der anderen Seite hier, der kleine. Das ist also auch wieder rein zur Filterung, um Flackern zu verhindern. Woher der Strom aber kommt, das ist hier unten über den Trafo. Da geht es entsprechend drüber, weil die ja nur als Spule benutzt wird, also im Prinzip von hier. Und Überraschung, hier ist unser Chip wieder dran. Das heißt, unser Chip, der wird einfach intern einen Schalter haben, hier so, der den hier die ganze Zeit an- und ausschaltet.
Wem das bekannt vorkommt, das ist im Prinzip ein Step-Down-Regler. Das heißt also, mit der Spule, der Diode hier und dem Kondensator und natürlich dem großen Kondensator hier, wird einfach die Eingangsspannung gesenkt. Und dadurch, dass wir die ganze Zeit nur ein- und ausschalten, ist das auch relativ effizient und braucht nicht unbedingt sonderlich viel Strom. Fehlen noch drei Bauteile, die wir noch nicht erwähnt haben, und zwar die Widerstände in der Mitte. Der erste ist schnell erklärt, und zwar hier dieser 30 Kilo Ohm, der in Richtung Ground geht. Das ist wahrscheinlich ein Bootstrap, das heißt also, über die 30 Kilo Ohm hier fließt ein bisschen Strom und der geht hier rein, bis dass der entsprechend genug Strom hat, um zu starten und sich selber zu versorgen über diese Step-Down-Schaltung hier hinten. Und das zweite sind die beiden hier. Wenn wir gucken, die sind miteinander verbunden oben und unten, die sitzen also parallel und sind auch sehr klein. 1R60 ist 1,60 Ohm. Das andere 2R20 ist 2,20 Ohm. Wenn wir das ausrechnen, habe ich hier oben mal gemacht, dann kommen wir auf 0,93 Ohm, die da entsprechend da sind. Und das wird wahrscheinlich benutzt werden, um entsprechend den Strom zu messen. Das heißt, unsere Zeichnung hier ist falsch. Er schaltet nicht gegen den Ground hier oben oder das Minus, was wir dann benutzen, sondern er schaltet gegen dieses Minus hier. Und dadurch, dass der Strom hier über diese Widerstände fließt, geht hier entsprechend die Spannung runter. Da haben wir einen Spannungsabfall. Den kann hier der Chip dann entsprechend messen und erkennen, wie viel Strom fließt. Und am Ende ist dieser Step-Down-Regler, den wir ja haben, dann wahrscheinlich nicht auf die Spannung ausgelegt, sondern eben auf dem Strom. Der sorgt also dafür, dass die LEDs mit einem konstanten Strom versorgt werden. Und das ist ja auch das, was man haben möchte, wenn wir von der LED reden. Und das ist auch eine Stelle, wo wir sehr gut Sachen ändern können. Wir können nämlich hier diese Widerstände beispielsweise austauschen gegen andere Werte und können dafür sorgen, dass die LEDs mit einer geringeren Strom laufen. Das klingt im ersten Moment nach einer schlechten Idee. Wieso sollte ich dafür sorgen, dass weniger Strom fließt? Dann sind doch meine LEDs irgendwie dunkler. Ja, aber sie halten halt auch deutlich länger. Das heißt, das ist eine Stelle, wo man tauschen kann und die Lebensdauer von hier dieser Lampe massiv erhöhen kann. Denn bei hier solchen LED-Lampen, da gibt es eigentlich nur zwei Defekte, sage ich mal, die wirklich häufig auftreten. Der erste, das sind ausgetrocknete Elkos, das heißt also hier diese beiden auf der Oberseite. Ups, wo sind sie? Nehmen wir die hier. Der hier und der hier. Das sind zwei Stück, die entsprechend dann gerne kaputt gehen. Und das zweite ist eben, dass die LEDs kaputt gehen durch Überhitzung oder ähnliches. Und diese Überhitzung von den LEDs hier hinten, die können wir entsprechend relativ simpel verhindern, indem wir dafür sorgen, dass sie einfach nicht so heiß werden, indem wir die entsprechenden Widerstände hier dann kleiner machen. Gut, gehen wir gerade noch durch. Irgendwo hatte ich noch ein Bild. Dann gucken wir mal, ob wir ein Datenblatt zu diesem Chip hier finden. Ob wir da sogar vielleicht Formeln für diese Berechnung haben. Und der Chip ist sehr schwer zu lesen. Ich musste ziemlich mit Licht und Winkel spielen, um da überhaupt was zu erkennen. Aber hier im Bild zum Glück durch die Kamera ganz gut erkennbar. Wenn man ein Logo SL und oben 7712SF. Und es hat etwas gedauert, aber zumindest das Bild konnte ich relativ flott finden. Das ist Silicon Integrated Circuit. Und das ist eine Firma, die ist ja offensichtlich aus China, das war ja schon zu erwarten, hat sich aber auch darauf spezialisiert, entsprechend Lichtdesign zu machen. Und was ich dann gefunden habe, das ist ein Datenblatt, STH771XF, klingt gut, X können wir ja ersetzen, ne? Und wir haben auch vom Gehäuse her ein SOP 7, das klingt alles richtig. Normalerweise verstehe ich nicht ganz so viel. Aber 85 Volt bis 265 Volt, das klingt schon mal nach der richtigen Ecke. Wenn wir das hier einmal durch Google Translate jagen, dann kann man das auch grob lesen. Wir haben einen integrierten 500 Volt MOSFET, das kommt hin, wir haben ja gesehen, der schaltet intern. Es gibt eine Output Open and Short Circuit Protection, das ist ganz praktisch, wenn wir da von LEDs reden. Wenn man eine LED kaputt geht, fliegt einem nicht direkt das ganze Ding um die Ohren, das ist schon mal gut. Es gibt Funktionen, um Überhitzung zu verhindern und das Ganze unter anderem für Downlight, also für entsprechende Lampen. Und auch wenn wir hier aufs Pinout gucken, Ground oben links, High Voltage unten links, CS ist der Current Sense, kommt hin, Drain haben wir auch, die beiden verbunden und zu den LEDs. 3 ist not connected, okay. R
OVP, Overvoltage Protection. OVP Setting Foot. Aber ich schätze mal, es ist irgendein Überspannungsschutz. Und wenn wir uns hier die Beispielschaltung angucken, jo, AC Input, Brückengleichrichter, Kondensator, ein ROVP gegen Ground, das wäre der hier, yep. Dann eine Diode von Plus auf den Drain, haben wir auch. Die Spule dahinter haben wir hier den Trafo für benutzt. Dahinter ein Widerstand, der quer liegt und ein Kondensator auf der anderen Seite. Und dann die LEDs. Also die haben hier wirklich das gemacht, was wir vermuten. RCS ist dieser Current Sense. Das sind die beiden Widerstände, die parallel geschaltet sind. Wunderschön. Ist hier eine Formel drin? Lasst mal schauen. Wir sehen auch hier noch was von 3,3 Kilohertz. Okay. Okay, hier steht was von ungefähr 400 Millivolt, die wir dann an Voltage Drop da haben sollten. Ah, hier. Da haben wir unsere Formel. E-Peak ist 400 geteilt durch RCS MA. Das heißt also in unserem Fall 400 geteilt durch 0,93 macht in etwa 430 Milliampere, die da fließen sollten. Ah, kommt aber nicht hin. Da stand doch irgendwas von 200 noch was auf dem Gehäuse, ne? Man sollte komplett durchlesen. 430 mA, was wir gerade berechnet haben, ist IPK, also Peak Current. The formula for calculating the LED current ist IPK geteilt durch 2. Also 430 durch 2 sind 215, kommt also haargenau hin. Und gerade noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Das erste hier, der Schalter. Wenn wir da gerade nochmal gucken, da geht ja im Prinzip der komplette Strom drüber, der zu den LEDs geht. Müsste eigentlich funktionieren. Wir haben ja 200 irgendwas Milliampere. Das ist zwar relativ viel für so einen Schiebeschalter, aber man hat halt die Pole doppelt geholt, wenn ich das richtig sehe. Ja, sollte passen. Spannung, wir haben ja irgendwie 100 irgendwas Volt laut Datenblatt. Ja, es wird wahrscheinlich noch funktionieren, weil die LEDs ziehen die Spannung ja am Ende, aber vielleicht nicht das schönste Design. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben hier unsere beiden Kondensatoren. Ich wollte mal kurz gucken, ob die von irgendeiner Marke sind. Naja, Marke würde ich es nicht nennen, aber naja, die machen bestimmt ganz gut. Axboom. Okay. Fehlt noch eins, wie sieht es denn mit der Erdung aus? Das heißt also, wie viel Widerstand haben wir zwischen der Erdung hier vorne am Stecker und den metallenen Bauteilen, die eigentlich erreichbar sind? Das wäre hier bei der Lampe ja, theoretisch hier außenrum dieses Metall, wobei das halt noch ein bisschen mit einer Farbe beaufschlagt ist. Das heißt also, messen ist da nicht, aber es ist natürlich eine gewisse Gefahr, wenn hier sowas irgendwie angekratzt wird. Hier vorne sieht man es vielleicht, da ist ein bisschen der Lack ab. Dann ist es durchaus möglich, dass da jemand dran fasst. Realistisch gesehen, an der Deckenlampe wird das nicht passieren. Aber wo ich mal messen werde, hier auf der Rückseite sind ein paar Schrauben, die rausstehen. Nehmen uns so eine und gucken, wie das da aussieht. Ich nutze dafür hier so einen Gerätetester. Der ist weder kalibriert noch für Deutschland zugelassen, aber es sollte ausreichen, um uns zumindest einen groben Überblick zu geben, was wir denn von dem Ding halten sollen. Stecken wir den mal hier ein in den Gerätetester und machen den Test dran. So, ich mache gerade die Tests durch, dann gucken wir gleich, was rauskommt. Und gerade Thema Flackern, viel ist nicht zu erwarten. Ich meine, wir haben ja gesehen, viele Kondensatoren und so. Und auch wenn wir mit der Solarzelle hier drauf gucken, wir sehen, ein bisschen heller, dunkler wird es. Allerdings Frequenz 77,4 Kilohertz außerhalb vom Sichtbereich. Ich sehe es auch mit dem Auge nicht. Also das sollte eigentlich alles passen und nicht im Auge flackern. So, ich habe jetzt also rausbekommen, wie sie das hinbekommen haben hier mit der Lichtfarbe. Einfach, indem man verschiedene LEDs benutzt und das dann passend verteilt. Wir haben auch ein paar schöne Sachen gelernt, und zwar, wenn man sowas einsetzt, möchte man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Mittelstellung benutzen, einfach weil sich dann der Strom auf die LEDs aufteilt.
jede LED bekommt weniger Strom. Das heißt, sie sind effizienter, sie werden nicht so warm. Das ist gut für die Lebensdauer. Können wir auch relativ gut sehen. Ich habe hier mal nach 10 Minuten mit beiden Farben an ein Thermobild gemacht. Wir sehen die Temperaturen. Jetzt vergleichen wir das einfach mal mit einem selben Bild nach 10 Minuten mit nur einer von diesen LED-Farben an. Und wir sehen ganz deutlich, er bleibt auf jeden Fall auch da schon ein Stückchen kühler. Und entsprechend würden dann die LEDs länger halten und nicht so schnell kaputt gehen. Wenn man auf eine Farbe gehen möchte, kann man das natürlich tun. Es waren jetzt keine Temperaturen, die wirklich so hoch sind. Wer noch ein bisschen mehr Lebenszeit und so rausholen will, könnte auf dem Board einen von den Widerständen ersetzen gegen etwas, was dann den Strom drückt. Dass man sagt, okay, das ist eine 24 Watt Lampe, wir machen nur 18 Watt, 15 Watt, sowas um den Dreh. Das ist meistens von der Helligkeit immer noch ausreichend für viele Applikationen, aber steigert, wie gesagt, dann die Lebensdauer. Ansonsten, no, es war nicht allzu viel, was jetzt dafür gesorgt hat, dass ich schreiend weggelaufen bin. Das Einzige, was ich hatte, hier von diesen Lüsterklemmen, eine davon, die dreht durch. Das heißt, wenn ich anfange, die festzuziehen, die geht nicht fest. Da ist einfach das Gewinde innen drin ausgerissen. Auf der einen Seite muss man jetzt sagen, okay, qualitativ klingt das jetzt nicht so berauschend. Auf der anderen Seite steht aber halt dagegen, naja, es ist eine Deckenlampe. Die macht man meistens einmal fest und dann bleibt sie hängen. Und macht nicht wie ich die ganze Zeit auf und zu, um hier irgendwelche Tests zu fahren. Und zumal ich habe das auf und zu auch einfach mit einem Schraubendreher gemacht. Das ist natürlich auch nicht das, was man tun sollte. Ich meine, ja, jeder macht diese Klemmen mit dem Schraubendreher zu. Aber offiziell, die haben halt auch Specs. Da steht dann drin, wie viel Drehmoment. Und dann gibt es Drehmoment-Schraubendreher, dass man die nicht zu fest zieht. Weil, ganz ehrlich, mit der Hand macht man sie meistens zu fest, weil man sich denkt, hey, soll ja halten. Na gut, ansonsten, Farben funktionieren, Technik funktioniert und ich würde sagen, wenn man hier sowas benutzen möchte, kann man das prinzipiell tun. Es ist ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber vom Preis her, ich glaube, die hat unter 10 Euro gekostet. Dafür ist das, denke ich, akzeptabel, zumindest für Bereiche, wo man jetzt nicht ganz so viel Wert auf die Optik legt. So oder so, Licht kommt raus und damit tut das Ding, was es soll.